Ja, das Triple Threat Hauptherausforderer-Match. Miss, Nitro und Phantom in einem Ring. Naja, das kann ja was werden. Brock Nitro, der Überflieger seit dem King of Ring. Er ist ja King of the Ring geworden. Direkt bei seinem Debüt. Ja, Miss hatte ja schon ein paar Chancen, hat sie nicht genutzt. Und Randy Phantom, der hatte nie wirklich irgendwelche Chancen. Gut, vielleicht kann er jetzt durch einen Sieg... dann hätten wir wieder Randy Phantom gegen El Scorpio. Wenn man so rumsieht. Ich stelle mir gerade vor, was ist, wenn Brock Nitro jetzt nicht Hauptherausforderer wird und der beim Royal Rumble mitmacht. Ich meine, er hat den King of the Ring gewonnen. Wer sagt, dass, wenn der nicht eine späte Startnummer zieht, dass der auch dann den Royal Rumble gewinnt? Passieren kann es ja. Und wenn er dann bei WrestleMania das Hauptmatch gewinnt, also dann ist er wirklich der Starter des Jahres. Aber erstmal muss er dafür hier sich im Match beweisen. Gut, wenn das natürlich gewinnt, heißt es dann Scorpio gegen Brock Nitro. Und das könnte auch ein heftiges Match werden. Und da gibt es die Kicks. Für einen Brock Nitro relativ untypisch. Aber gut, warum nicht? Auf jeden Fall gehen sie erstmal alle auf The Miz los. Aber The Miz ist auch einer, der kann auch einen Konter aus jeder Situation bringen. Und jetzt beide gegen Brock Nitro. Kriegen sie ihn überhaupt? Oh, wusste ich doch. Der zeigt einfach einen Snap-Suplex gegen beide Gegner. Und kräftig genug dafür ist er. Und seitdem er ja die Chance auf den Titel von Brock hat, ist das Kartell ja nicht mehr so gut, auf ihn zu sprechen. Also die McMahon-Leute da, wo er Triple H, Hogan, The Rock und so weiter drin sind. Und Double DDT, ja, wo Brock Nitro hinlangt, da wächst kein Gras mehr. Und, da zeigt ein unfaires Cover. Und Randy Phantom auf dem Ringseil und hockt er erstmal wie so eine Eule. Aber ihn beachtet ja keiner. Oh, kann er doch bleiben. Aha, das hätte er sich mal früher überlegen sollen mit dem Missile Dropkick. Ah, da wollte Randy Phantom ein bisschen nutzen, zerspielen, so ein bisschen einfach mal eingreifen. Aber The Miz zeigt einfach ein Konto. Er zeigt sein Konto. Ah, schön hochgesprungener Elbow. Und ein Cover. Also der kräftigste von den dreien ist definitiv der Herr mit roten Hosen. Ja, der technischste. Ja, die anderen beiden. Aber wer davon jetzt der bessere Techniker ist, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ein Roller von Randy Phantom. Und da gibt es die Double-Team-Aktion. Nein, da dürfen sie mal die Köpfe zusammenstecken zum Nachdenken. Und schöner Backdrop. Schön swingvoll. Und Brock Nitro haut da dem Ref auch noch eine. Oh, da haut er gleich den Ref nochmal einen nieder. Ja, der Typ ist, glaube ich, ziemlich wütend momentan. Ob er jetzt wütend auf den Ref ist oder wütend auf die anderen beiden oder wütend auf sich selbst, das bleibt abzuwarten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er einfach nur wütend auf sich selber ist. Weil seine Vorteile... durch das Kartell, das er ja genossen hat, das hat er ja sozusagen so ziemlich weggehauen, als er The Rock herausgefordert hat. Ja gut, er wollte natürlich nicht darauf verzichten. Warum auch? Es ist sein gutes Recht. Er war King of the Ring. Der Sieger hat einen Titelvertrag bekommen. Und warum dann nicht auch einsetzen? Schöner Inselkiri, aber ein richtig harter Inselkiri. Ja gut, der King of the Ring von Raw, also Bret Hitman Hart, hat es ja auch nicht geschafft, den glatten Titel abzunehmen. Ah, es gab einen Breakout, das war durch... ja, was war das jetzt? Ich glaube, das war der Finisher. Der war nur ein bisschen mit Clipping-Fehlern besetzt und The Miz covered.
Wieso darf der das? Weil dieser neue Finisher von Randy Phantom, dieser Suplex, der sofort durchgedreht wird nach vorne hin. So ein Suplex-Slam könnte man es auch nennen. Oder Inzekiri gegen The Miz. The Miz springt einfach mal so dazwischen, fängt sich aber hier jetzt erstmal eine Double-Team-Aktion ein. Einen Double-DDT. Und The Miz liegt platt. Und da kommt die nächste, oder soll zumindest die nächste Double-Team-Aktion kommen, und sie kommt auch. Und die Schläge möchte ich nicht abkriegen. Das ist so, als wenn ein so ein Presslufthammer in den Magen donnert. Und was zeigt The Miz? Ein schönes Swing-DDT. Aber die Phantom kann aber ganz gut kontern. Die beiden Techniker hier, die machen das unter sich aus. Brock Nitro, der steht eigentlich an sich nur doof daneben. Ab und zu macht er mal was. Wie zum Beispiel jetzt eine Double-Team-Aktion kassieren, wenn es denn kommt. Jawohl, der Inzekiri. Und was? Brock Nitro zeigt einfach mal seinen Finisher. Aus dem Nichts. Ja, wenn wir Mist das jetzt nicht unterbrechen würde. Oh, Dropkick gegens Knie. Oh, ich glaube, da ist was kaputt gegangen. Und, ah, da sollte das Skullcrushing Finale kommen. Denke ich zumindest. Stattdessen gibt es mal wieder diese Kick-Kombi der beiden. Und The Miz, der liegt hier jetzt platt. Und Brock Nitro gewinnt. Da hat Randy Phantom Pech gehabt. Ah, das hat er nicht verdient. Und Brock Nitro ist damit Hauptherausforderer auf Scorpios Titel. Oha. Na, das kann ja heilen werden. Ich hätte Randy Phantom mehr gegönnt, weil dann wäre es definitiv ein fairer Kampf geworden, aber... Naja, man weiß ja eben nie. Als nächstes auf dem Programm, Dimed gegen den former World Heavyweight Champion, nämlich Chris Jericho. Hat sich ja den Champion-Titel von El Scorpio geholt, durch den Money in the Bank-Koffer, nachdem El Scorpio wirklich sehr angeschlagen war, nach dem harten Match gegen Ryback, was er ja hatte. Und er hat ihn halt an den Rückkehrer verloren, an The Rock, der ja von Vince McMahon als Future WWE-Champion vorgestellt wurde. Und er hatte auch recht. Und The Rock hat den Titel ja immer noch. Mal gucken, wenn Dimed jetzt gegen Chris Jericho gewinnt, gegen ein former WWE-Champion, was heißt denn das dann bitte hier für die Spitze? Also, ne, so irgendwie. Ja gut, vielleicht lässt sich ja auch noch irgendein anderer blicken, der hier mit einmischt. Oder der sich hier einmischt oder sowas. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, da haben wir ein Schild. Raw ist Jericho. Ja, wir sind aber bei SmackDown und nicht bei Raw. Aber darum geht es jetzt hier nun wirklich nicht. Oh, schöner Armbreaker von Y2J. Der erstmal ganz unsanft auf der Nase landet. Aber kann den Sekiri zeigen gegen Diamond? Ja, Diamond kommt gar nicht dazu, seine harten Aktionen zu zeigen. Nein, nicht wirklich. Y2J natürlich ist ein sehr, sehr erfahrener Mann. War ja auch schon World Heavyweight Champion. Einmal durch einen Money in the Bank Koffer. Gut, El Scorpio verliert sein Team immer durch einen Money in the Bank Koffer. Außer der ersten Season, da hatte er ihn einfach nur nicht. Da hat sich ja Steve Austin den Gürtel dann geholt durch Einsatz des Koffers gegen Randy Orton. In der zweiten Season hat El Scorpio zum ersten Mal den Titel verloren gegen Ted DiBiase durch Money in the Bank und in dieser Season halt durch Chris Jericho, der jetzt erstmal nicht von Diamond in den Mangel genommen wird, da der Schulterblock daneben ging. Das heißt aber jetzt, wenn... nicht wenn, sondern... Brock Nitro ist ja jetzt nicht beim Royal Rumble dabei. Er ist ja First Contender auf den IC-Champion-Titel. Das heißt, er ist nicht beim Royal Rumble dabei.
Gut, Diamond ist natürlich beim Rumble dabei, ganz klar. Das will hier niemand einem abstreiten. Und tritt in den Rücken von Y2J. Ja, wenn Diamond dieses Match gewinnt, ist das natürlich ein Aushängeschild. Irgendwann mal für Gold. Nicht unbedingt sofort der Major-Titel, sondern erstmal der Minor-Titel. Man will ja klein anfangen. Ah, da drückt er ein bisschen das Gesicht ein bisschen platt. Da darf er natürlich. Naja, eigentlich nicht so viel, aber passt schon. Ah, der Former Champion hier mit dem Slap mehr und mit dem Ellbogen auf den Nacken. Das ist ja auch immer sehr schön, gerade in den Nacken, weil der Nacken ja auch so stabil ist. Ja, der Nacken ist eigentlich so angreifbar, das ist so instabil. Sieht man ja an der ganz, also jetzt bei wirklich WWE, an der ganzen Krankheitsgeschichte von Daniel Bryan, der hat ja andauernd irgendwelche Nackenprobleme. Gut, ob es wirklich stimmt, ist was anderes. Kann auch sein, dass er einfach nur Filme dreht oder sowas. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier vorne Y2J diese Triple Powerbomb. Also den Signature und den Daily Words of Jericho. Oh, wird Diamond jetzt tappen oder kommt er nochmal raus oder wird Chris Jericho einfach nur loslassen? Na, Chris Jericho lässt von ihm ab. Aber Y2J, der zeigt hier die ganze Klasse eines ehemaligen Champions. Zeigt, was er kann und dass er es kann. Gut, selbst wenn Diamond hier jetzt verliert, natürlich lernt der Wrestler an sich ja auch durch Niederlagen. Das hatte Diamond Dallas Page, glaube ich, mal gesagt. So von wegen, lächel, du hast verloren. Wo Kane ihn danach ja quer durch den ganzen Ring geprügelt hat. Oh, harter Schlag von Diamond. Ja, da stellt ihm einfach mal das Bein, was macht er jetzt? Oh, jetzt zeigt er einen Aufgabegriff. Single Leg Crab. Aber zu nah an den Ringseilen. Anstatt dass es ihn anfängt, weil es erfolgreich ist. Trouble in Paradise. Aus dem Nichts. Und jetzt zeigt er einfach mal das Kampf. Vielleicht reicht's ja. Nein. One Count. Ja, vielleicht vor allem von Chris Jericho. Der jetzt erstmal geflogen kommt, fliegt aber aufs Näsele. Und ein German Suplex. Ja, gut, Chris Jericho hat sich ja in der Vergangenheit, also jetzt, ne, mit Chris Benoit die ganze Zeit ja immer eine Köppe gehabt. Also auch wenn er bessere Techniker ist und sowas. Obwohl ich da gesagt hätte, wirklich, Chris Benoit war der bessere Techniker. Ja gut, die letzten Taten von ihm, ihr wisst sicherlich alle, wovon ich rede, die waren jetzt nicht unbedingt so ruhmreich. Aber nun gut, es wurde ja auch gesagt, sein Gehirn war wie das eines 80-jährigen Alzheimer-Patienten, also... Und da ist, das ist dieser fatale Fehler, der so vielen Wrestlern bisher fatal zur Niederlage geführt hat. Und in diesem Falle auch dann durch einen anfänglichen Fehler, also anfänglich im Sinne von... Ja, und Chris Jericho, der kämpft sich auch, ja, oh. Kommen wir zum nächsten Match.